Was geht ab? Ich bin der Sio von LeetoFact und diesmal 5 Fakten zu Battlefield 5. Alles natürlich Fakten, die bisher auch faktisch sind, also keine Gerüchte. Und auch einige Fakten dabei, ja, die vielleicht der ein oder andere noch nicht so kennt. Und dann würde ich sagen, fahren wir auch mal direkt an. Los geht's! Fakt Nummer 1 ist den meisten wahrscheinlich von euch schon bekannt. Battlefield 5 soll offiziell Ende 2016 erscheinen und das wahrscheinlich im November. Das hat EA preisgegeben und ich hoffe einfach mal, dass wir uns Ende 2016 auf einen guten neuen Battlefield-Teil freuen können. Nummer 2. EA Financial Officer Blake Jorgensen bestätigte einen militärischen Shooter für Battlefield 5, hinter dem wieder DICE sitzt. Das heißt, viele können einmal durchatmen, es wird nicht wieder ein Hardline werden. Aber was es jetzt für ein Szenario wird, ob es jetzt im Zweiten Weltkrieg ist, ob es jetzt wieder in Modern Combat ist oder ob es jetzt in der Zukunft spielt, das ist leider noch nicht bekannt gegeben worden. 3. Battlefield 5 Armageddon ist ein guter Fake. Der Eintrag machte auf IMDb die Runde. Battlefield 5 Armageddon soll am 23. November 2016 veröffentlicht werden. Also man merkt, es gibt wirklich Leute, die machen sich viel Mühe damit, Sachen zu faken. Und naja, es geht halt darum, dass ein Soldat aus einer Kleinstadt sich im Krieg gegen Japan wiederfindet. Und der Protagonist kämpft darum, wieder zurück zu Freunden und Familie zu kommen. Und naja, es sind so ein paar Sachen, die das Ganze halt unauthentisch machen, nämlich dass zum Beispiel 250 Millionen Dollar reingesteckt werden sollen, also das 2,5-fache von dem, was in GTA 5 zum Beispiel reingesteckt worden. Und GTA 5 war schon das teuerste Spiel. Und das sind alles so Sachen, auch dieser genaue Erscheinungsdatum und halt auch Entwickler, die gar nicht so richtig dazu passen, wie Taylor James, die im Prinzip auch keine relevante Rolle gespielt haben, dass das Ganze unauthentisch wirkt. Aber man hat sich viel Zeit für diesen Fake genommen und naja, deswegen muss man ihn noch erwähnen. Ja, er machte zumindest eine Zeit lang eine große Runde. Nummer 4. Executive Producer Patrick Bach verspricht mehr Futures, mehr Extras und mehr Zerstörung in Battlefield 5. Und wenn das ein Executive Producer sagt, dann steckt da auch immer irgendwo was hinter, weil der hat dann auch schließlich was zu sagen. Und inwiefern das dann aber aussehen wird mit mehr Futures, mehr Extras und mehr Zerstörung, da können wir mal gespannt sein. Auf mehr Zerstörung hätte ich auf jeden Fall mega Lust. Fakt Nummer 5. Schon Anfang 2014 hat EA sich eine Internetdomain zum Shooter Battlefield 5 sichern lassen, namens battlefield5beta.com. Und da sieht man schon, dass sie sich schon länger Gedanken zu Battlefield 5 machen, was ziemlich gut ist, aber auch wiederum nichts Unnormales. Also wenn man das mal so verfolgt, Spiele haben in der Regel eine Entwicklungsphase von, ja, 2 Jahren, ein Jahr, 1 bis 2 Jahren ungefähr. Aber man kann ja schon mal drauf hoffen, dass es vielleicht von Anfang nicht so holprig wird, wie bei Battlefield 4 es war. 5 Fakten zu Battlefield 5. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst es auf jeden Fall in den Kommentaren da. Wir machen ja normalerweise nicht so Faktenvideos, aber ich fand, es war jetzt mal vielleicht nicht schlecht, ein Faktenvideo zu Battlefield 5 zu machen. Der ein oder andere sagt sich wahrscheinlich auch schon so, das war viel zu früh, es gibt viel zu wenig Fakten zu dem Spiel. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist doch vielleicht nicht schlecht, wenn man mal ein paar Fakten zu dem Spiel aufsagt und das so ein bisschen rauskristallisiert aus den ganzen Gerüchten, die man ja eh schon hört, weil das, was ich jetzt gesagt habe, sind auf jeden Fall Fakten. Und da würde ich mich mal interessieren, wie euch das Ganze so gefallen hat. Lasst es auf jeden Fall in den Kommentaren da, was eure Meinung zu Battlefield 5 ist und was ihr euch in Battlefield 5 erhofft, wie das Spiel werden soll. Ansonsten ein Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, ein Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Ihr könnt uns unterstützen über unsere Einkaufslinks, die sind ganz oben in der Beschreibung, MMOGA und Amazon. Ihr habt keinen Kostennachteil dadurch, aber unterstützt uns. Denkt doch einfach mal dran, bevor ihr irgendwas im Internet kauft, macht das doch über die beiden Links. Wäre mega fresh. Ansonsten würde ich einfach nur sagen, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao. Her body's gold like September. She burns through the night like an ember. And all those things we tried forgetting, I remember.